In diesem Video zeige ich dir, warum du Bildschirme oder zum Beispiel deinen Laptop-Monitor mit einem Teebeutel abwischen solltest. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an. Denn mit der Zeit werden Monitore und Bildschirme eben immer mal wieder schmutzig, so wie du das Ganze hier bei meinem Laptop sehen kannst. Und um diesen wieder richtig schön sauber zu bekommen, kannst du tatsächlich einen herkömmlichen Teebeutel benutzen. Was du zu beachten hast, zeige ich dir ganz genau jetzt. Ich nehme hier jetzt einen ganz normalen Teebeutel, mit dem ich meinen Monitor reinigen möchte. Was ich dazu ebenfalls noch brauche, ist etwas Wasser, was ich mir hier in eine Tasse gegeben habe. Ich tunke den Teebeutel jetzt ungefähr 2 bis 3 Mal hier in das Wasser, bis er richtig schön nass ist. Und danach beginne ich dann mit diesem Teebeutel über meinen Monitor zu reiben. Denn damit bekommst du auch hartnäckige Flecken von deinem Bildschirm wieder auf sehr schonende Art und Weise entfernt. So wische ich jetzt hier einige Male über meinen Bildschirm, um ihn wieder komplett sauber zu bekommen. Wenn ich das gemacht habe, lege ich den Teebeutel beiseite, nehme noch ein trockenes Mikrofasertuch und wische mit diesem den kompletten Bildschirm jetzt wieder richtig schön trocken. Und danach solltest du dann nämlich auch schon sehen können, dass du deinen Bildschirm jetzt erfolgreich gereinigt hast und das alles nur mit einem Teebeutel. Übrigens funktioniert das nicht nur bei einem Bildschirm vom Laptop. Du kannst das Ganze an allen möglichen Bildschirmen machen, so wie hier bei mir zum Beispiel auch am Handy. Auch hier einfach mit dem feuchten Teebeutel über das Handy wischen und danach mit einem trockenen Mikrofasertuch wieder trocken wischen und schon ist der Bildschirm wieder sauber und frei von Fettfingern und allen möglichen anderen Flecken. Probiere es daher doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du Rasierschaum auf einem Besen verteilen solltest? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.